Sorada, servus, grüße dich, Hallöchen und herzlich willkommen. Wir sind ziemlich eine geflickte Sau hier. So, was haben denn wir alles an? Was haben denn wir alles an, sag mal? So, die edlen dunklen Schuhe haben wir an. Natürlich. Haben wir noch was, irgendwie einen modischen Hut können wir uns aufhocken? Kapuzenjacken. Das Kettenhemd können wir eigentlich auch mal. Jetzt sind wir ja nackert, ne? Nice Hemd brauchen wir. So, wir gucken nochmal schnell hier rein. Entschuldige. Wir gucken nochmal schnell hier rein. Können wir die braune Kapuzensteppjacke mitnehmen? Vielleicht noch ein Hemd auch schön, sowas. Ich soll ja nicht leben wie Hunde. So. Modisches Hemd. Hier haben wir ein modisches Hemd. Wir nehmen mal eins mit, weil wir es eben können. So, sehr schön. Dann... Ja, jetzt sind wir natürlich überbelastet. Ich hoffe, wir können hier das ein oder andere Mal verkaufen. Jetzt rennen wir halt immer seit langem mal wieder, ja, muss man mich auch mal loben. Seit langem rennen wir mal wieder nicht mehr oder können nicht mehr normal laufen. Hab das ja doch eigentlich ganz gut hingebracht in den letzten... Entschuldigung, in den letzten Folgen. So, vielleicht können wir... Nahrung brauchen wir nicht. Wo haben wir die kaputten? Die Jacken. Bam, 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 bam. So, was haben wir noch da? Ein modisches Hemd natürlich. Oder das modische Hemd weg oder lassen wir? Was haben wir da gerade gehabt? Braune Steppjägler da. So, sehr schön. Ja, wir können hier an dem verkaufen, theoretisch. Wir sind ja hier natürlich, um... Ja, ein bisschen was, ne? Grüße dich. Hey, renn mal nicht weg. Gemischt Warenhändler. Was benötigst du? Das geht dich nichts an. So, lass uns handeln. Mach's gut. So, mach's gut. Schau mal her, was ich hab. Wieso verkauft ihr nur? Wir könnten den verkaufen, ne? Was? Den saufen wir selber? Nahrung, Schnapsi. Ich weiß, war jetzt zwar eine Schnapsidee. Aber wurscht. Nehmen wir mit, was mitgeht. So, wieso, wie in zwei Schuhen sind das? Hatte das was früher vielleicht zu bedeuten? Wir gehen mal hier rein, wir suchen mal hier nochmal nach Ehre. Können wir hier noch was looten? Nein. Was zum... Gute Dorfbewohnerin, meine Liebe. Ilsebill, kennst du dich aus? Ja, dreh mal nicht durch. Ich suche hier nur Frauen rum gerade, ne? Willst du etwas? Ich schwank noch. Ich werde gleich noch mehr schwanken. So. Das ist ja der Gemischtwarenhändler. Den könnte man doch schippen, verkaufen, ne? So, jetzt hat er auch noch Brezen oder was? Händler, grüße dich. Bitte, lass dich was Gescheites verkaufen. Gott sei mit dir. Gott sei auch mit dir. Lebe wohl. Bitte, endlich. Mit dem kann man was verkaufen. Da. So, was verkaufen wir denn? Den zum Beispiel. Wie viel hat er? Hat er ein bisschen was? Er hat nicht viel, aber er hat was.
So, wir schauen mal, dass wir Zeug verkaufen können. Halskette, ne? Die sind zu viel. Zorn könnte man noch verkaufen. Und Karfen könnte man auch was. Äpfel, komm, kaufen wir mal alle. Billige Fusel. So viele haben wir, 3,76. Gut, dann gucken wir mal in den Warenkorb rein. Versuchen ein bisschen zu falschen. Lässt sich was am Preis machen? Nun, versuchen wir. Ja, gucken wir mal. Verkaufen wir halt mal wieder was. Komm, Schluchei. Ist das genug? Schon besser. Etwas wenig und wir kommen ins Geschäft. Sehr schön, dann machen wir so. Endlich eine vernünftige Summe. Na, siehst du, sind wir doch alle froh. So, wenn wir schon mal hier sind. Nahrung. Ah, Träumle. Mahlzeit. Jetzt bin ich doch wieder ein bisschen schnell unterwegs. Sehr schön, ich freue mich sehr. Hey! Du Lachl, hey, lass mit dir reden da. Meisterbogenschütze? Hey, alles dreht sich um mich da. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ist doch hier der Schuster, oder? Mit dir kann ich reden. Grüß dich. Guten Tag. Guten Tag. Mit dem kann ich handeln. Was kann ich? Ein Lesebuch. Ach, da können wir die ganzen... Boah, lesen müssen wir auch noch. Ach Gott. Der Vogt, mit dir könnten wir vielleicht reden. Gibt es vielleicht Gelobt was Neues sei hier? Jesus Christus. Gelobt sei Jesus Christus, Vogt. Dann viel Glück. Siehst du, beim Godwin könnte man reinschauen nochmal, ne? Zum Godwin könnte man nochmal schauen. Gute Frau, ist euer Mann zu Hause? Lumir. Wer ist Lumir? Maria. Du hast hier nichts zu suchen. Dann gehen wir wieder. Ade. Uiui, jetzt wird's recht krumm hier. Also. Kann ich jetzt? Wieso kann ich jetzt nichts mehr machen? Geht's hier noch weiter? Ich glaube, hier geht's dann auch nicht mehr weiter. Ich wasche mich mal. Wieder ein bisschen nüchterner zu werden, vielleicht. Vielleicht klappt's. Schnaps, Alter, jetzt wird's echt Zeit, ne, dass es wieder zurückgeht langsam. Weil. Viel dürfte jetzt hier auch nicht mehr passieren, ne? Ist der Vogt, ne? Ja. Wo wollen wir hin? Da brennt was. Ah, die Kirchen, da geht's zum. Pater Godwin! Na, was geht ab? Ehrenwerte Grüße. Wie kann ich dienen? Kaum sind wir bei dem, sind wir nüchtern. Mach's gut. Was? Wir können mit ihm reden nochmal? Wie ich sehe, weißt du, wie man ein Schwert schwingt. Das hätte ich nie von einem Geistlichen erwartet. Mit einem Stock. Ich übe mit einem Stock. Nur eine Erinnerung an vergangene Tage, die mir hilft, in Form zu bleiben. Okay, ich dachte, dass der da vielleicht noch
Was hat für uns aber, sieht wohl nicht so aus. So, dann gehen wir noch mal, gucken wir uns jetzt hier noch mal ein bisschen um in Uschütze. Und vielleicht doch noch den ein oder anderen. Was ist das? Der Bäcker. Der Bäckerjung. Grüße dich, mein Freund. Glück und Gesundheit. Grüße dich. Dir auch, Bäckersmann. Möge Gott über dich wachen. Wenigstens werden wir dann hier jetzt wieder langsam nüchtern. Ne? Ach, ich finde es so schön. Ne? Ich hätte gerne einen Bäcker-Simulator. So. Eieieiei. So, wir gucken nochmal hier rein. Was ist, wer wohnt hier? Jetzt wollte ich schon mit ihm reden, jetzt ist das eine Sau. Wo ist der Master? Gibt's hier einen Schleifstein? Was ist das? Brauchen wir nicht. Hier gibt's nicht einmal einen Schleifstein, ne? Ist da keiner daheim? Da ist. Wir machen nicht. Wir wollen natürlich jetzt hier nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. Wir gucken jetzt hier einfach mal, ob wir hier tatsächlich vielleicht noch hoffentlich einen finden werden. Gemischtwarenhändler, sehr schön. Den könnte man sicherlich auch noch ein bisschen was verkaufen. Hallo Händlerin, oh, holde Maid, ich grüße dich. Gott behüte dich. Gott behüte dich, meine Liebe. Die hat nur Essen und so. Dann müssen wir leider wieder gehen. Es tut mir leid. Wir könnten ja hier auch noch einmal zum Fischer gehen. Wir gucken aber jetzt mal hier nochmal tatsächlich. Eieiei. Da ist Land mitgegangen jetzt. Ich werde da drüber hupfen können noch. Was war das? Wie was war was? Dorfbewohner? Wer bist du? Ich will dir eine ordentliche Tracht Prügel verpassen. Sehr schön. Ich freue mich, es wird langsam wieder scharf hier das Bild. Dann gehen wir noch mal zu dem rüber. Bin zwar recht noch krumm auf den Achsen. Ich bin's. Wieso kann ich mit denen nicht mehr? Wieso kann ich denn? Jetzt gehen wir noch mal hier rüber schnell. Ob wir hier eventuell jemand antreffen? Okay, hier ist keiner. Beziehungsweise hier ist drin einer, aber ich möchte jetzt hier wirklich nicht reintreten, eintreten, ohne dass ich es darf. Wir machen heute mal einfach mal eine chillige Runde. Super, den waren wir ja gerade. Ist jetzt doch komisch, ne?
Weißt du was? Wir reisen jetzt mal wirklich hier entlang. Ich hoffe, hier sind wir noch richtig jetzt. Zum Fischen nämlich, dann reisen wir jetzt mal. Ja. Ja. Passt, was? Reisen wir, reiten wir. Passt schon, reisen wir. Ja. Und reiten zum Fischen. Sollten wir gleich an der Mauer hier vorbeikommen. Ne? Sehr schön. Frag mal den nochmal nach Kämpfen ansonsten. Der scheint doch motiviert zu sein. Heinrich kommt uns besuchen. Wer bist denn du? Wanderer, Freude. So, dich beklauen wir mal nicht. Die kennen mich alle, ja. Ne? Ha, schön. So, wo ist der junge Mann? Grüße dich, Fischersjunge. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Gibt's hier noch jemanden? Ich möchte mich im V. Willst du mich verarschen? Ich soll dich unter. War mir eine Freude. Spinnst du? Kämpfen wir! Verdammt! Hab gehofft, dich nie wiederzusehen. Aber gut. Mach's gut. Okay, wir kämpfen jetzt einfach mal, weil wir. Ui. Alle dobre Delle. Red Deutsch mit mir, du Lackaff. Ja, Verteidigung, Alter. Da bin ich denn, mein Freund. Left doch, wir plündern ihn. 10 Groschen, weil wir es halt können. Aber es war natürlich nicht diese Quest, ne? Es war natürlich nicht diese Quest. So, wir gucken mal. Apropos Quest, wir schauen jetzt mal. Oh, hier haben wir noch eine. Was ist das nochmal für Quest? Ah, sag einem Schmied, was du herausgefunden hast. Das könnte man machen. Das könnten wir machen, liebe Freunde. Wir gucken mal. So, wir machen aber jetzt hier wirklich mal erst hier nicht, ne? Nein! Habe ich jetzt überhaupt eine Markierung gesetzt? Ich glaube auch nicht, ne? Irgendwo gab es doch hier noch eine Quest. Oder wurde es tatsächlich in Radai?
weiß es gar nicht mehr. So, was war's? Egal, wir machen mal hier. Ach so, setzen wir einen Marker. Ja, servus. Ja. Na, es tut mir leid. Wenigstens werden wir jetzt langsam wieder ein bisschen ernüchtern. So, Verteidigung bin ich jetzt natürlich auch wieder besser geworden, ein bisschen. Durch den Faustkampf. Das begrüße ich natürlich auch sehr. Bin denn ich jetzt hier wieder gelandet, ey? Oh meine Güte. Ja. Ah. Fuck. Mein Talent hätte ich mir jetzt auch noch was brechen können. So, wir sitzen noch mal auf. Ja. Jetzt aber hastig, ne? Ich wollte schon sagen, es ist doch jedes Mal das Gleiche, ne? Obwohl, weißt was? Wir machen jetzt die Quest. Wir machen jetzt die Quest heute. Habe ich jetzt gerade entschieden. Wir machen jetzt die Quest heute noch. Beziehungsweise vermute ich, dass wir hier aber doch noch an der Quest was weitermachen müssen. Und ansonsten hätten wir nämlich hier dann doch tatsächlich so was machbar ist an Quests. Klar, wir können Banditenlager noch machen, ne? Wir haben die Hauptquest. Hauptquest mache ich immer gerne bei meinen Let's Plays. Beziehungsweise dann das Ende der Hauptquest. Ja. Mache ich doch dann auch immer gerne dann zum Schluss noch. Weil dann könnten wir eigentlich das DLC beginnen, ne? Klar, wir haben noch ein paar Banditenlager, aber darauf habe ich jetzt doch in nächster Zeit eigentlich nicht so eine große Lust, ne, um ehrlich zu sein. Ah, wir sind schon in Thalberg, ne? Hier eine Quest. Weit und breit keine Quest. Ja. Okay. Dann war es wohl doch nicht Thalberg. Oder? Ja. Nein, war wohl doch nicht. Es gibt ja hier. Jetzt können wir ein bisschen mal labern. Es gibt ja hier, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe. Aber es gibt ja hier eine Trophäe. Wo du bekommst, wenn du 100 Orte, Dinge, Sühnenkreuze etc., wenn du die freischaltest. Die Trophäe hätte ich halt noch gerne. Die Trophäe hätte ich halt noch lieben gern. Keine Ahnung, ich finde die einfach cool. So, auf. Geschwind wie der Wind. Ja, ist zwar ein weiter Weg, aber kein Weg ist uns zu weit für eine Quest. Ja, der muss aber ordentlich galoppieren hier, ne?
das hier? Interessanter Orden. Sag bloß, dass das da vorne schon Ding ist. Sag bloß, nee, das ist es noch nicht, oder? So, helfe mir doch jemand! Kann ich mit denen reden, ne? Habe ich hier Kartenhalbe? Guten Tag. Grüß dich. Wie stehen die Dinge? Nicht übel, denke ich. Na, alles freut mich doch sehr. Möge Gott über dich wachen. Schön, dass du da bist. Hallo, kenne ich dich? Nee, du bist eine stinknormale Dorfbewohnerin. Ich schau mal, wo ich hier gerade bin überhaupt. Wir haben hier nochmal ein Tutorial. Ach, wir sind tatsächlich hier. Weißt was, dann machen wir doch schnell noch hier noch einen Wegpunkt hin. Und wir haben ein Tutorial hier. Jesus Maria. Tutorial. Rataya Turnier. Sehr schön. Herr Hanusch von Leiber hat ein Turnier ins Leben gerufen, das im Hof der oberen Burg von Ratai abgehalten wird. Bei diesem ganztägigen Wettbewerb erhalten Gemeine die Gelegenheit, eine nicht unerhebliche Anzahl von Münzen zu gewinnen und darüber hinaus Ruhm und Ehre in der Region zu erlangen. Du wirst mit Hilfe eines Wegpunkts auf die Karte und eines Ertrags im Questlog über das bevorstehende Turnier informiert. Auch die hiesigen Schankwirte werden über das Ereignis sprechen. Falls du teilnehmen möchtest, ist lediglich eine geringe Gebühr in der Herold zu entrichten, der für die Veranstaltung verantwortlich ist. Du benötigst weder Waffen noch Rüstung, da der Beginn des Turniers alle Teilnahme der gleichen Waffen und Rüstungen enthalten, damit nur die Kampffähigkeiten für den Sieg ausschlaggebend sind. Ablauf der Regeln. Kennen wir ja alles. Bliblablo. Kennen wir ja alles. Aber wir haben ja auch noch so viel, ne? Du bist der Händler. Und das Feld. Messer, Äxte, Rechen. Äxte, Rechen, kennst dich aus. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Na jetzt pass auf, hoffentlich können wir dir was verkaufen. Gott behüt dich. Ja, wir können. Na, der hat nur 100, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Mehr hat er nicht. Wir gucken mal, was wir hier vielleicht noch was Günstiges ihm wegkaufen können. Das können wir. Vielleicht noch was Günstiges. Was hast denn du eigentlich noch? Hast du vielleicht Ritterschnaps? Der hat Ritterschnaps 2, ne? Komm, die nehmen wir mal mit, Ritterschnaps. Dann können wir denen nur ein bisschen was verkaufen. So, ich zahle so und so viel, das ist doch sehr schön. Vorragend, nee, nix 102. Wir entfernen das nochmal, haben wir nochmal 61. Haben wir hier noch was Gutes zum Verkaufen? Ah, das ist zu viel.
Das A zu viel. Verband, nee. Verniedete Handschuhe, Walmers können. Sehr schön, Warenkorb. Wir versuchen zu falschen. Lässt sich was am Preis machen? Ist gut. Schlucherei. Ja, bei dem Betrag. Oh, ach so. Bei 100, sehr schön. Wir sind immer überbelastet, ja, wunderbar. So, wir reden mal mit ihm. Ich habe schlechte Nachricht zu verkünden, Schmied. Gelobt sei Jesus Christus. Ja, du wirst gleich immer hier gelobt sei Jesus Christus sagen. Ich habe beim Turnier gesucht hin. Du hattest recht, was den schwarzen Peter betrifft. Ein zäher Bursche. Ich habe am Turnier teilgenommen, aber vergebens. Der schwarze Peter hat wieder gewonnen. Ein Teufelskerl. Und, hast du herausgefunden, wie mein Sohn gestorben ist? Nein, tut mir leid. Sei's drum. Ich habe eh nicht damit gerechnet, dass man jetzt noch irgendwas herausfinden kann. Danke, dass du es versucht hast. Hätte ich den schwarzen Peter? Quest abgeschlossen. Okay, ich suche nach Bruchstücken von... Kann ich mit ihm handeln? Kann ich den auch noch was verkaufen? Das wäre es jetzt okay, er lädt nochmal nach. Wir schauen jetzt. Wir müssten eigentlich da auch bei dem auch noch was verkaufen können, ne? Und wenn es nur ein bisschen was ist. So, jetzt braucht aber recht lang, ne? Spiel gespeichert, warum weiß kein Mensch. So, sehr schön. So, was können wir denn hier noch verkaufen? Das da. Oder 260 haben wir. 210, dann können wir das auch noch verkaufen. Haben wir 258. Dann auch schon wieder zu viel, das ist sowieso zu viel, das ist sowieso, jetzt das mal dir. Okay, was können wir bei dir kaufen? Ne, die Welt, wie es ausschaut. Messerscharf. Ja, geil, dann kaufen wir uns das doch mal noch. Dann können wir ihm auch noch ein bisschen was verkaufen. Knapp 200 haben wir zur Verfügung. Da geht noch was. Komm, das verkaufen wir auch noch. So, haben wir hier sonst nichts mehr. Den da frei, die Kompositionsdrecksdinger Handschuhe. Ja, schaut ganz gut aus. Freunde, schaut ganz gut aus. Reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir es. Genau, versuchen wir mal. Komm, Schlucherei. Was sagst du dazu? Nicht schlecht. Weil du es bist. Siehst du, ich wusste, wir werden uns ein. Yeah, sehr schön. In diesem Sinne, liebe Freunde, machen wir hier eine Folgenpause. Komm, wir schauen jetzt noch mal, was es hier tatsächlich noch an Quests gibt. Sven ist des Müllers Lust. Das ist das Turnier. Briganten, das Schwertkönig Samer können wir nicht machen. Zwielichtiges Treiben haben wir schon versucht. Glätze am Fluss. Na los, verpassen wir eine, haben wir auch nicht. Dann haben wir wirklich tatsächlich nur noch die Hauptquest. Dann, liebe Freunde, hätte ich gesagt, machen wir morgen. In der Küche oder auf dem Feld. Meine Waren erhellen euch den Tag. So, du hast was gesagt.
Jetzt machen wir was ganz Lustiges. Ich mache eine Schnellreise. Liebe Freunde, und zwar hierhin. Wo, nicht nach Rovna, nach Scarlet's Arnett. Nach Britsche Bilko auch nicht. Tatsächlich noch ein Wolken auf. Ich glaube, ich bin. Schütze, Thalberg, Kloster haben wir hier. Rovna. Sasa, wo ist denn das andere? Ist das vermutlich Rovna, hä? Wo ist jetzt unser... Sind das DLC jetzt hin verschwunden? Ich schau jetzt noch was. Gibt's doch nicht. Muss doch jetzt irgendwo sein. Sasa Oletechko. Was ist das? Rovna ist es doch auch nicht. Mein DLC ist weg. Okay, wisst ihr was? Wir machen hier eine Folgenpause am besten. Sehen uns dann wieder morgen hier an dieser Stelle. Und dann gucken wir mal, ne, wo sich das DLC befindet. Man weiß es nicht. In diesem Sinne, macht's gut. Servus. Können wir hier vielleicht... Möge Gott dich behüten. Würfeln. Ich würde hier gern würfeln, ne? Aber geht auch nicht. Trotzdem in diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bei Kingdom Come Deliverance. Macht's gut. Servus.